Ich bin heute hier in der Werkstatt von Velogical und es geht heute mal um eine andere Form von Elektromobilität, nicht um Elektroautos, sondern es geht um dieses Fahrrad und was dieses Fahrrad so besonders macht. Darum geht es nach dem Intro. Ich bin heute hier in Köln bei Velogical und stehe hier in der Werkstatt zusammen mit Ogando. Und Sie sind bei Velogical was? Ich bin einer der zwei Gründer. Ich mache hier alles außer Technik. Okay, Und also. das, um die Erfindung in den Markt zu bekommen und damit es zum Kunden geht. Und was ist Velogical genau? Was sind Ihre Produkte? Wir machen Fahrradelektrikprodukte, also miniaturisierte Fahrradelektrikprodukte, kleine Generatoren, die an der Felge laufen, an der Felgenflanke. Das ist etwas Besonderes. Genau positioniert kann man mit diesen kleinen Generatoren viel Energie erzeugen, entweder für Lichttechnik oder aber eben auch als vollwertigen E-Bike-Antrieb. Das heißt, wir reden hier über eine Einsatzmöglichkeit für E-Bikes, Genau. so wie zum Beispiel hier an diesem Fahrrad. Auf jeden Fall. Das ist sozusagen ein E-Bike-Antrieb für Kunden, die eigentlich gar keinen E-Bike-Antrieb wollen, also jedenfalls keinen schweren. Das Fahrrad bleibt ein normales Fahrrad und hat dann eben sozusagen diese Zusatzoptionen an Bord, die man heute im Zeitalter von E-Mobilität gerne hätte. Höhere Reichweite, größerer Komfort. Okay, E-Bikes sind da ja mittlerweile relativ bekannt Genau. und auch weit verbreitet. Was ist denn das Besondere? Also, was ist jetzt hier an diesem Fahrrad das, worüber man reden muss? Also mit den kurzen Motoren ist das Gesamtgewicht von dem kompletten Set gute 1,5 Kilo. Mit den stärkeren Motoren und dem größeren Akku, den wir haben, Worst Case knapp 2,5 Kilo. Das bedeutet, so ein leichtes, serientaugliches Fahrrad bleibt einfach ein ganz normales, klassisches Fahrrad auf der Höhe der Zeit mit modernen Komponenten und hat sozusagen einfach die Zusatzoption an Bord bei Bedarf, höhere Reichweite mit motorischer Unterstützung. Das heißt jetzt nochmal blöd nachgefragt, ich kann mein eigenes Fahrrad mitnehmen oder ich kaufe die Fahrräder bei Ihnen. Also ist das ein Nachrüstset? Worüber reden wir hier? Also am Anfang reden wir über Nachrüsten. Das ist sozusagen der einfachste Weg, um in den Markt zu kommen. Wir haben auch eigene Fahrräder schon verkauft an Kunden. Und es ist auch der Fall, dass Kunden sich neue Fahrräder kaufen, um dann an diese Fahrräder letztendlich den neuen Motor auch dran zu bauen. Das ist insgesamt noch eine ökonomische Gesamtpackung. Es kommen aber auch viele Leute, die hochqualitative Fahrräder haben und die sozusagen dann diese Fahrräder gerne auf den neuesten Stand der Technik heute hieven wollen und letztendlich so Lebensanschaffung. Genauso wie es Leute gibt, die sich, ich sag mal so, hochwertige Uhren kaufen und dann sozusagen einfach ein Produkt haben als Lebensbegleiter. Okay, das heißt aber, um das nochmal klarzustellen, kann ich das an jedes Fahrrad installieren oder ist das... An fast jedes Fahrrad, sagen wir auf jeden Fall an alle klassischen Fahrräder. Es gibt natürlich Sonderkonstruktionen an den Rändern des Marktes, spezielle Falträder, spezielle Liegeräder. Da kommt es auf den Einzelfall drauf an, die gucken wir uns dann an. Bei den meisten klassischen normalen Fahrrädern kann man das ohne Sonderaufwand den Motor anbringen. Die Reifen müssen halt einfach rahmenumfassende Rohre haben, wie an Fahrrädern üblich. Wenn das jetzt Liegeräder sind mit freistehenden Rädern, dann wird es schwierig. Also es muss immer sozusagen eine Rahmenkonstruktion rund um das Fahrrad. Also einfach so, wie ein klassisches Fahrrad aussieht und dann mit allen Abwandlungen. Das klappt meistens und wenn das ökonomisch sinnvoll sein soll, dann am besten im Rahmen der klassischen Geometrien. Wie schnell fahre ich denn damit? Ist das legal? Also wir stellen die Motoren Ja. sozusagen legal ein Ja. auf 25 km/h. Das heißt, die fahren nicht, wenn ich nicht trete, richtig? Genau, also das heißt, Pedelec bedeutet, wenn nicht getreten wird, keine Motorunterstützung. Ja. Und man kann bei uns den Motor auf zwei Wegen einschalten, einmal über den Hauptschalter am Lenker und dann über das übliche Tretsensor-passive Pedelec-Prinzip. Das ist aber, so machen das ja alle. Ist auch die Möglichkeit, diesen Motor als S-Pedelec quasi unterstützend Genau, also einzubauen, das ja? sogar ganz legal. Das heißt, wenn der Kunde seine Sonderzulassung beim TÜV beantragt, das ist leider alles andere als ökonomisch günstig, ne, dann kann natürlich auch jeder sozusagen aus diesen Motoren, mit diesen Motoren ein legales S-Pedelec machen. Nur wirtschaftlich macht das niemand. Okay. So, aber wir wissen halt aus technischen Zusammenhängen, auch von den technischen Begleitern, die solche Zertifizierungen dann begleiten, dass letztendlich unsere Motoren Fahrradrahmen nicht schädigen. Das bedeutet, dass jeder Fahrradrahmen, der
einfach eine Felgenbremse aushalten kann von den Kräften her, Krafteinleitungen her. Das ist eine viel höhere Beanspruchung für den Fahrradrahmen als durch unsere Motoren. Das bedeutet, Fahrradrahmen müssen für unseren E-Bike-Antrieb nicht verstärkt werden. Das ganze Fahrzeugkonzept bleibt ein normales Fahrrad. Der Motor stört nicht, der hat keine negativen Begleiterscheinungen, die man sonst bei anderen Motorkonzepten hat. Also das ist sozusagen eigentlich ein Fahrradmotor, der in das klassische Fahrradkonzept integriert ist und nicht sozusagen irgendwie ein Fahrrad, was um das Motorkonzept herum gebaut ist. Mit diesen ganzen anderen, ich sag mal so, Zwängen, die man dann eben hat, wie Verstärkung und so weiter. Wie lange machen Sie das schon? Oh, wir machen das jetzt schon 4 Jahre etwa, oder? Ja, wir machen das jetzt im 5. Jahr, machen wir das, ja. Okay. Aber wir haben das von der Pike auf entwickelt und es nützt nichts, ich sag mal, etwas schnell zu entwickeln und dann in den Markt reinzudrücken. Es ist besser, mit ausgesuchten Testkunden die Erfahrungen zu machen, die man selber nicht simulieren kann. Auch die nicht vorstellbaren Fehlbedienungen in Rekordsommern oder in ausgedehnten Wintern. Mhm. Wobei eher, ich sag mal so, Lerneffekte in Rekordsommern auftreten, weil die Motoren sind ja sehr klein. Mhm. Das heißt, die Hitze muss raus. Ne? Ja. Und in Wintern ist das eigentlich bisher sehr, sehr unproblematisch, bis auf die üblichen Phänomene, dass einfach Akkus im Winter letztendlich keine Bleiplattenakkus sind wie Autobatterien, aber das gilt für alle E-Bikes. Das heißt? Das bedeutet, dass ab einer bestimmten Temperatur entleeren sich durch die Außentemperaturen die Akkus schneller und das heißt, die Reichweite sinkt. Aber das ist, ich sag mal, Kaffeesatzleserei, da kann man jetzt keine Regel für aufstellen. Wie weit komme ich denn mit so einem Akku, wenn der voll aufgeladen ist? Also mit dem mittleren Akku knapp 40 Kilometer, 38 Kilometer ist so die Standardreichweite und mit dem größeren Akku, das ist so 3/4 von einem üblichen Mittelmotor-Akku. Das sind 320 Wattstunden, je nach Fitness, je nach Geländesteigung zwischen 60 und 90 Kilometer, maximal 104. Aber das ist absolut nichts Besonderes, das ist ganz normale Lithium-Ionen-Technik. Wie ist denn das, wenn es regnet? Ich kann mir gut vorstellen, wenn ich mir diesen Motor so anschaue, wie der hier an der Seite von dem Rand auffliegt, dass wenn es nass ist, der durchdreht oder das nicht mehr so gut funktioniert. Ist das so? Also die erste Botschaft ist, wenn es regnet, geht an dem Motor nichts kaputt. Weder innen drin noch an den Reibringen. Also wenn es, ich sag mal so, wie Hunden und Katzen regnet, kann es sein, dass der Motor sozusagen auf den ersten Metern durchrutscht und sich dann aber seine Bahn wieder freigräbt und dann einfach normal läuft. Okay, das heißt, ich habe nicht zu befürchten, dass das durchrutscht oder ich nicht das E-Bike... Nein, es ist wie beim Autofahren auch. Ne? Aquaplaning gibt es und Aquaplaning wird sozusagen verhindert durch Anpressdruck. Und wenn man sozusagen bestimmte Parameter einhält, dann funktioniert er auch im Regen natürlich auf trockener Straße besser. Ich spreche jetzt mit Peter Frieden, auch von Velogical. Und Sie sind der Entwickler dieses Antriebsstrangs, ist das richtig? Ja, okay. Und was ist denn so besonders an diesem Antrieb? Es geht dabei darum, einen Reibradantrieb, der ja schon in vielen Varianten früher gebaut wurde, technisch zu perfektionieren. Das heißt, das Ziel von diesem Reibradantrieb besteht darin, einen sehr hohen Wirkungsgrad zu erzeugen und möglichst eine hohe Verschleißfestigkeit. Und das erreichen wir mit einem sehr harten Kunststoffring, der auf der Felgenbahn läuft. Der besondere Gag an der Konstruktion besteht darin, dass wir den Motor pendelnd gelagert haben, sodass der Motor durch seinen eigenen Vortrieb die Anpresskraft selbst überwiegend erzeugt. Dadurch läuft der Antrieb immer in dem bestmöglichen Anpressdruck-Leistungsverhältnis. Okay, das heißt Anpressdruck. Die Regel heißt, so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Und das realisieren wir mit dieser besonderen Motoraufhängung. Okay, das heißt, für jemanden, der jetzt kein Ingenieur ist, das bedeutet letztendlich durch das Anpressen auf beiden Seiten entsteht so viel Druck am Rad, dass wir auch mit hoher Krafteinwirkung das Rad noch nach vorne bringen können. Mit hohem Wirkungsgrad eine nennenswerte Vortriebsleistung erzeugen, dadurch, dass wir diesen Keileffekt nutzen, bei der Motor sich überwiegend durch seine eigene Vortriebskraft auf der Felge festklemmt. Wir haben natürlich hier vorne durch die Steuerung noch einen gewissen Vordruck, damit das System gleichmäßig und kontinuierlich läuft. Also hier an diesem Schalter können wir den Motor anklappen und auch wieder von der Felge loslösen. Mhm.
Und was passiert, wenn ich das anziehe? Dann wird der Motor, das kann man jetzt vielleicht mal kurz in einer Übersicht, auch sobald ich hier den Schalter drücke, bewegt sich der Motor auf die Felge zu und wird an die Felge angedrückt. Das heißt, ich kann mir aussuchen, ob ich ein E-Bike oder gerade jetzt ein normales Fahrrad fahre mit anderen Worten. Das ist richtig. Ich kann hier im Sekundentakt wählen, ob ich normal Fahrrad fahren will ohne Motor oder ob ich die Motorunterstützung zuschalte. Und bei abgeschaltetem Motor habe ich mein völlig normales Fahrrad ohne irgendwelche Reibungen, ohne Geräusche, voll unter meiner Kontrolle. Erst wenn der Motor eingeschaltet wird, fängt das System an zu wirken. Okay. Können wir so einen Motor uns mal anschauen? Klar. Dieser Motor hat im Prinzip die Gene eines Modellflugmotors. Also das ist diese Brushless-Technologie, die sich inzwischen in ganz vielen Bereichen durchgesetzt hat. Diese Motoren sind völlig verschleißfrei und werden über eine elektronische Kommutierung angesteuert. Das bedeutet? Das bedeutet, dass man über die Elektronik eben die Fahrparameter sehr präzise einstellen kann. Auf Kundenwunsch, nach eigenem Bedürfnis. Okay. Das heißt, letztendlich, das ist einfach nur ein Zylinder und das blaue Gummiband treibt dann... Genau, hier ist das Gehäuse, hier ist die Pendelachse und hier ist der Rotor mit dem Reibring und hier oben ist der Deckel, der den Reibring am Motor axial fixiert. Und das Besondere an dem Motor ist, dass wir hier unten noch das Gehäuse mit Kühlflächen versehen haben, um die Leistungsdichte des Systems zu erhöhen. Okay, das heißt, der Motor, der hier ist, wird dann mit den Kabeln, die hier dran sind, vermute ich jetzt mal, in den Controller eingebaut. Okay, das heißt, hier ist die ganze... Hier ist die ganze Elektrik drin. Ja. Hier sitzt der Controller. Ja. Der hat Leistungsendstufen für beide Motoren, wird aber über einen zentralen Prozessor gesteuert. So sieht der Controller aus. Hier ist der Stecker für die Batterie. Hier wird die Batterie angeschlossen. Und hier sind die beiden Stecker für den linken und für den rechten Motor. Hier ist die blauen Kabel gehen an den Drehsensor, an der Pedalachse. Und dann gibt es hier noch die beiden roten. Die gehen vorne, die gehen an den Schalter, mit dem ich das System komplett an- und abschalten kann. Das sind jetzt die Batterien, richtig? Ja. Und das sind jetzt zwei verschiedene Größen. Das bedeutet, ich könnte mir zwischen diesen beiden eine aussuchen oder wie läuft ja, das? Ja, klar. Je nach dem, was man wünscht. Also für kurze Fahrten einmal durch die Stadt hin und zurück reicht normalerweise dieser kleine Akku. Für größere Überlandstrecken empfehlen wir diesen hier. Und wie viele Wattstunden haben die jetzt jeweils? Der hier hat 193 und der hat 325. Und wie verhält es sich mit der Effizienz dieses Systems? Ist das vergleichbar, besser oder schlechter mit einem anderen E-Bike? Ich würde mal behaupten, dass unser System besonders effizient ist. Und zwar erstens mal hat es eine sehr gute Gewichtseffizienz. Das heißt, unsere Motoren drehen sich 14 Mal pro Radumdrehung. Das heißt, die nehmen ihre Leistung eben aus der Drehzahl. Und Drehzahl kostet nichts und wiegt nichts. Deshalb können die Motoren mit relativ kleinem Gewicht hohe Leistungen erzeugen. Die andere Sache ist Effizienz vom Wirkungsgrad her. Das heißt, wie gut wird die Batterieenergie aufs Hinterrad gebracht? Da haben wir auch einen systemischen Vorteil. Wir haben nämlich nur eine einzige Übersetzungsstufe in dem System. Es ist im Prinzip wie bei einem Nabenmotor. Der Nabenmotor ist theoretisch noch effizienter, denn er hat kein Getriebe, aber dafür ist der Nabenmotor ungefähr 20 Mal so schwer und hat eine ungünstige Bauform, was dann für den Motorwirkungsgrad wiederum nachteilig ist. Okay. Im Verhältnis zu einem Mittelmotor ist das System wahrscheinlich sehr effizient. Das ist auch, glaube ich, das Unterscheidungsmerkmal. Der Mittelmotor muss nämlich mit hoher Drehzahl arbeiten, hat dann ein Getriebe, um auf die niedrige Kurbeldrehzahl runterzukommen. Und dann geht es von der Drehkurbel wieder hinten über das Fahrradgetriebe. Das ist ein Nachteil, das heißt, beim Mittelmotor gibt es eine ganze Reihe von Übersetzungsstufen oder Getriebestufen hintereinander und jede Getriebestufe hat
einige Prozent Wirkungsgradverluste, sodass durch Multiplikation dann hinten doch nur noch 80 oder 75% der ursprünglichen Motorleistung am Hinterrad ankommen. Das ist bei diesem System besser, denn wir haben hier nur eine einzige Getriebestufe. Kann ich das System mitnehmen, wenn ich ein neues Fahrrad habe? Man kann die Komponenten alle mitnehmen, aber was wir hier machen bei den Rädern, die wir hier installieren, wir konfigurieren diese Motorhalter. Und zwar diese Motorhalter müssen an den Rahmen exakt angepasst werden. Wir bauen ja schließlich hier ein Getriebe. Ja, ich zeige mal ganz kurz, wobei es hier ankommt, damit der Antrieb optimal funktioniert. Wir konfigurieren diese Bauteile entsprechend der Rahmengeometrie. Das heißt, wir achten darauf, dass der Motor erstens mal, müsste man hier mal von hier filmen, in einem ganz bestimmten Winkel auf die Felge drückt. Das heißt, die Verbindungslinie von Pendelachse und Motorachse muss in einem bestimmten Winkel zur Radachse oder zur Radebene stehen. Das machen wir mit dieser Schablone hier. Dadurch garantieren wir, dass beide Motoren gleichmäßig einen hohen Anpressdruck erzeugen. Der nächste Punkt ist der, dass die Motoren auch zur Radachse genau ausgerichtet sind. Das heißt, die Motorachse muss in Betriebsstellung möglichst gut die Radachse schneiden, damit der Antrieb verschleißarm laufen kann. Das heißt, um das zu verwirklichen, werden hier diese Bauteile konfiguriert. Und zwar erstens mal müssen sie an das Rahmenrohr angepasst werden. Dann haben wir hier einen Seitenversatz und einen Winkel in dieser Richtung. Und dann haben wir das Gleiche nochmal hier. Wir haben hier auch Seitenversatz und Winkel. Das heißt, jedes Bauteil wird durch 5 Parameter definiert und wird dann kundenspezifisch im Laser-Sinter-Verfahren hergestellt. Ich kann auf jeden Fall die Motoren, den Controller, die Akkus, alles mitnehmen. Was bei einem neuen Fahrrad mit Sicherheit nicht passen wird, sind hier die Motorhalterungen, die Anbauklötze. Die müssen dann auf das neue Fahrrad eben neu konfiguriert werden. Oder alternativ, wir haben auch so einen Universalhalter. Den kann man an unterschiedliche Rahmengeometrien anpassen. Der ist aber nicht so schick wie diese Teile hier. Hier hat bei der Anlieferung 12,95 Kilo gewogen und jetzt fertig mit Motor wiegt es 15,4 Kilo. Das heißt, wir haben genau 2,45 Kilo Gewicht zusätzlich ins Fahrrad. Mit einer Akkureichweite von? Mit dem großen Akku in dem Fall. Respektabel. Wie gesagt, 90 Kilometer maximal mit großem Akku. Für knappe 2,5 Kilo. Das Fahrrad bleibt ein Fahrrad, trotz Motorisierung. Alles klar, vielen Dank.